Nur weil ich ein Fahrzeug verkauft habe, heißt das ja nicht, okay, jetzt kann ich eine Woche in Urlaub fahren. Ganz im Gegenteil, ich habe hier Fixkosten zu tragen von weitaus über 15.000 Euro in meiner kleinen Betriebsgröße. Das Fahrzeug war jetzt 4-5 Wochen nicht im Netz, stand hier die ganze Zeit. Wir haben anfallende Arbeiten schon gemacht, Liquiditätsplanung. Das heißt, ich habe natürlich auch mit dem Geld weiterhin geplant, was ich bekomme. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video der Firma Wohnmobile Silbert. Mein Name ist Martin Silbert und ich dachte, ich erzähle euch heute nochmal eine Kundengeschichte, was die letzte, also ganz frisch heute passiert ist, oder beziehungsweise gestern. Und zwar haben wir Ende April, wir haben jetzt Stand heute Mitte Mai, Ende April haben wir den Hümer verkauft. Ein Hümer Erba Nova 545 aus 2007 oder 8, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht auswendig. Erste Hand. Hatten wir auch mal in einem anderen Video gezeigt. Von innen können wir euch hier oben rechts verlinken. Da seht ihr das andere Video. Das Fahrzeug haben wir mal von innen vorgestellt mit unter anderem. Ja, auf jeden Fall war das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt schon verkauft. Und ja, die Kunden haben gesagt, hier Herr Silbert, wir brauchen noch Zeit, Stellplatz, alles drumherum, andere private Termine, können wir den irgendwann im Mai abholen. Ich sage, ja, kann ich den mal, wir brauchen eh 14 Tage, wir checken ja die Fahrzeuge vorher nochmal, wir prüfen die TÜV, Reifen und so weiter und so fort. Das machen wir ja alles. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, kein Thema, können Sie auch Mitte, Ende Mai abholen. 2 Wochen brauchen wir mindestens, bis zu 4 Wochen, also in dem Zeitraum sollte er abgeholt werden. Wir haben uns damals auf keinen Preisnachlass geeinigt, das heißt, die anderen Preis, also Fahrzeug stand, glaube ich, 2 Tage im Netz, war eine riesig große Nachfrage. Und haben uns Preis, also Preis war fest, dafür hatten wir noch eine Sackmarkise montiert. Alles gut, dann kamen sie zwischenzeitlich auch wieder nochmal hier an und wollten nochmal die Bedienungsanleitung mitnehmen. Also sie haben in der Zwischenzeit schon eine Anzahlung geleistet, sie haben die Papiere zugeschickt bekommen, nagelneuen TÜV, und das Fahrzeug wurde natürlich direkt aus dem Netz rausgenommen, als wir das verkauft haben, klar. So, dann kamen sie zwischenzeitlich nochmal, haben die Bedienungsanleitung nochmal gewollt. Er sagt, ja, hier, kein Thema, nehmen Sie mit, können Sie schon mal gerne schon mal durchlesen. Freut mich ja, wenn ich den Kunden da einen Gefallen tun kann. Dann kam, jetzt haben wir Mitte Mai, kamen die ganze Zeit Mails. Herr Silbert, wir wollen doch keine Sackmarkise, wir wollen eine Dachmarkise, können Sie mir die anbieten? Er sagt, kein Thema, können wir ihn gerne montieren, kostet Preis XYZ. Um den Dreh, sagen Sie mir, wenn Sie Interesse haben, können wir da gerne drüber reden, können wir machen. Eine Verrechnung mit der Sackmarkise etc. Haben gesagt, ja okay, wir würden das gerne machen, in dem Zuge würden wir auch gerne nochmal das Stützrad erneuert haben, weil das Stützrad halt nicht neu ist, halt ein Gebrauchtfahrzeug, aber damit kann man locker und ohne Probleme fahren, das ist jetzt nichts technisch Relevantes, wo ich sagen würde, okay, das sollte gewechselt werden, weil sonst hätten wir es gewechselt. Ja, dann kamen so 2, 3 Mails nochmal mit Bitte um Angebot für das, haben wir alles gemacht, und dann auf gestern kam auf einmal eine Nachricht, wo ich dachte, okay, es kamen 3 Nachrichten auf einmal und eine Nachricht, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie, man hat ja, ich mache das mittlerweile ja 8 Jahre und irgendwann hat man so ein Bauchgefühl, okay, da steckt was hinter, irgendwas ist da, ne? Irgendwo, ich sage immer, das Bauchgefühl muss stimmen und irgendwas hat da einfach nicht gestimmt. Und in der letzten Mail stand da eine Nachricht, ich kann sie ja mal genau vorlesen, Wort genau, ich habe hier auch alles auf dem Handy. Na, auf jeden Fall ist hinten, also ich lese gleich vor, aber hinten ist eine Leiste, leicht gebrochen, absolut nichts technisch Relevantes, nur eine optische Sache, wurde so inseriert, besichtigt und gekauft. Ist absolut kein, also wir zeigen euch das gleich, ist absolut nichts Schlimmes. Ich habe dann angefragt, ich kann die Leiste hinten, kann ich anfragen, wir können sie tauschen, wenn sie möchten, wir können es auch auf die Kosten einigen, ne? Also keine Ahnung, Materialkosten übernimmt der Kunde, die Einbauung übernehmen wir oder so, absolut gar kein Thema, hätten wir gemacht, wenn der Kunde zufrieden ist und da sind ein paar Schrauben rein, raus, fertig, relativ simpel. Und dann hat sie aber angefangen zu sagen, das wäre sicherheitsrelevant, also da könnte man sich verletzen. Da habe ich gesagt, weiß ich ja nicht, also bitte nicht anfangen irgendwie was rauszudenken, ansonsten, wenn sie denken, sie können sich verletzen, wir können die Schraube rausnehmen, dichten das Loch dahinter ab. Ansonsten hat sie angeboten, ja, ansonsten können wir auch vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn das zu teuer wird oder so. Also verstehen Sie mich nicht falsch, aber das ist absolut kein Grund dafür, dass wir sagen könnten, okay, wir treten vom Kauf zurück. Um es euch einfach mal vorzulesen, in den Ausführungsstrichen, alternativ biete ich an, vom Kaufvertrag zurückzutreten, für die bereits Zulassung, einen Eintrag, wird es eine angemessene Entschädigung zahlen. Da habe ich gesagt, okay, angemessene Entschädigung hin oder her. Das Fahrzeug war jetzt
4-5 Wochen nicht im Netz, stand hier die ganze Zeit. Wir haben anfallende Arbeiten schon gemacht und Liquiditätsplanung. Das heißt, ich habe natürlich auch mit dem Geld weiterhin geplant, was ich bekomme, weitere Fahrzeuge ankauft und ne, Kosten gedeckt und so weiter und so fort. Und dann habe ich der guten Frau eine Mail geschrieben, verstehen Sie mich nicht falsch, Sie können natürlich gerne zurücktreten, wenn Sie das wollen, dann aber bitte laut AGB-Klausel, wenn Ihnen das Bauchgefühl und wenn irgendwas ist, was Ihnen einfach nicht zustimmt an dem Fahrzeug, kann ich das verstehen. Es muss passen, aber bitte nicht anfangen, irgendwie versuchen, das so schön zu drehen, dass Sie da irgendwie rauskommen. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, und ich habe selber auch schon den Fehler gemacht, muss man halt auch damit umgehen können. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Leiste, was da so dran ist. Also wir können einfach mal durchgehen. Kurze Anmerkung zwischendrin. Ich wollte einmal Danke sagen für die ganzen Abonnenten, Zuschauer, Kommentare, Views, all das, was hier so gerade passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr nichts aus unserem Alltag und von allen Kundengeschichten was verpasst. Und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und sage, wir machen weiter mit dem Video. Hier ist ein bisschen eng, wir sind gerade am Umstellen, weil wir ja, alles ziemlich gerade spontan hier lief. Und zwar ist hier eine Leiste, die ist wie gesagt einfach nur aus optischen Gründen da. Und ja, hier ist eine kleine Ecke abgebrochen. Hier ist ein Schraubloch drin, ist auch abgedichtet. Und an der Schraube sollte man sich verletzen. Also egal wie, ich kann mich da gar nicht dran verletzen. Also ich habe mich da gerade komplett dran gesetzt. Ich habe keine Ahnung. Also ich komme da auch nicht mit dem Kopf oder so dran. Da mache ich nur mein Haar kaputt. Da habe ich halt angeboten, wir nehmen die Schraube raus, dichten es neu ein und gut ist. Und die Leiste, ich weiß nicht, was sie gekostet hätte. Ich habe immer noch kein Angebot vorliegen, habe immer noch keine Antwort bekommen. Lassen sie mal 200 Euro kosten, weil es von Hümer ist. Aber das ist für mich kein Hintergrund oder kein Grund dafür, einen Kaufvertrag zu stornieren. Deswegen habe ich gedacht, da muss irgendwas Persönliches wahrscheinlich sein. Ist ja auch nicht schlimm. Ende vom Lied hat der Kunde jetzt eine Entschädigung bezahlt. Wir sind jetzt auch nicht im Negativen auseinander, um Gottes Willen. Ich stehe nicht hinter der Entscheidung. Ich glaube, wir gehen mal gerade ein bisschen vor. Ich will da jetzt auch nicht dem Kunden zu nahe treten. Also es wird ja irgendwo seinen Hintergrund gehabt haben, dass er zurücktritt und die Kosten eingeht. Wie gesagt, das Fahrzeug ist tipptopp. Da ist echt nichts auszuschließen, vor allem an dem Hüber aus erster Hand. Kann man, glaube ich, wenig zu sagen, wenig Negatives. Was ich euch einfach hiermit mit dem Video auf den Weg gehen wollte und einfach mal erklären wollte. Für mich als Händler, klar, ich verdiene Geld mit dem Fahrzeug, wenn ich es verkaufe, und ich plane aber auch weiterhin Geld. Nur weil ich ein Fahrzeug verkauft habe, heißt das ja nicht, okay, jetzt kann ich eine Woche in Urlaub fahren. Ganz im Gegenteil, ich habe hier Fixkosten zu tragen von weitaus über 15.000 Euro in meiner kleinen Betriebsgröße, und ich plane mit dem Geld. Das heißt, wenn ich weiß, okay, der Herr XYZ hat das Fahrzeug gekauft, die Anzahlung kommt bis dann und dann, dann kann ich das und das Fahrzeug wieder einkaufen. Ich muss meinen Betrieb am Laufen halten. Davon lebe ich, davon trage ich die Kosten, davon zahle ich mein Personal, davon zahle ich alles hier. Und das ist für mich natürlich dann, ne, dann muss ich halt mit rechnen. Das ist für mich wieder verlorenes Geld im ersten Sinne, womit ich geplant hatte. Jetzt ist das Fahrzeug wieder online. Hoffen wir finden jetzt einen neuen Käufer dafür. Ich bin ziemlich guter Dinge, weil das Fahrzeug sehr gepflegt ist. Aber ich wollte euch einfach mal so erzählen, was bei uns im Alltag allgemein so passiert. Also es ist nicht so, dass jeder Deal hier mit Freude oder dass wir mit Freude rausgehen. Ganz im Gegenteil, das Fahrzeug ist tipptopp und für mich, ich wollte euch einfach mal auf den Weg geben, womit wir natürlich im Alltag auch noch zu kämpfen haben. Also Rücktritt, was wir auch oft haben, sind, weil wir jetzt gerade zum Thema Liquidität gehen, Liquiditätsplanung, Kunden, die nicht bezahlen. Das heißt, Kunde kauft ein Fahrzeug, wir gehen hier positiv raus, Kunde freut sich und dann höre ich auf einmal nie wieder was vom Kunden. Das heißt, es kommt wieder eine Anzahlung. Er meldet sich einfach nicht mehr und ich kann da hinterher telefonieren, wie ich will, passiert nichts. Und das habe ich schon in meiner kleinen Betriebsgröße damit zu kämpfen. Sowas gehört auch zum Alltag. Ne? Das ist jetzt nichts, was ich verschweigen will. Und noch schlimmer ist es bei Mietkunden. Mietkunden kommen, unterschreiben den Vertrag, machen alles fix. Ich plane, trage ein, allen anderen sage ich ab, die da zu dem Zeitraum anfragen. Und dann nie wieder eine Rückmeldung, keine Anzahlung. Dachte ich, okay, komm, vielleicht hat er es verschlafen, schreibe nochmal eine Mail oder so. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viel, aber hunderte Mietkunden im Jahr, und da kann ich nicht hinter jedem Vertrag hinterher sein, parallel neben dem Ankauf, Verkauf, Werkstatt und so weiter. Von daher muss ich natürlich mit allem ein bisschen so kämpfen, und dann sehe ich nicht direkt, wenn der Anzahlung nicht kam. Und so diese Anzahlung und Leistung und nicht, oder die Anzahlung, oder anders gesagt, ab Vertragsabschluss bis zur Leistung, die wir bieten, kommt einfach kein Geld, und dann damit müssen wir planen, damit tragen wir unsere Kosten, und das sind Themen, die wir gerade zur jetzigen Zeit, die ganz schwer sind, nicht Zahlzahlungen oder
fehlgeschlagene Buchungen oder. Damit haben wir zu kämpfen. Das wollte ich euch einfach mal auf den Weg geben, eine kleine Kundengeschichte. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr das machen? Also ich sag's mal offen und ehrlich, würdet ihr eine Entschädigung zahlen dem Händler und das Fahrzeug nicht abnehmen oder würdet ihr lieber sagen, komm, ich zahle das Ding, hole ihn ab, verkaufe ihn direkt weiter oder. Ich will jetzt hier keine Summen nennen, ich glaube, das wäre nicht fein von mir. Würde mich einfach mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Vertrag unterschrieben, das heißt, man ist gebunden oder menschlich bleiben und sagen, da kann man vielleicht mal was machen. Ich muss dazu erwähnen, ich bin sehr menschlich, ich habe das schon wie oft gesagt, komm, lass gut sein, dann stornieren wir das. Aber ich glaube, wenn ich das ein Leben lang mache, falle ich irgendwann auf die Schnauze. Und wie ihr jetzt mit dem Transporter ja auch mitbekommen habt in den letzten Videos, können wir euch hier oben mal einblenden, die Unterschlagung von unserem zweiten Auto, werde ich einfach auch etwas stumpfer, was das anbetrifft. Nicht falsch verstehen, aber ich kann einfach nicht aufs Geld verzichten, weil ich das Geld brauche, um die Fixkosten zu tragen. Also ich lebe hier nicht im Luxus, sondern es ist einfach nur meine Leidenschaft, mein eigenes Geschäft. Ich lebe dafür und muss auch die Kosten dafür tragen. Kurze Info noch am Rande, damit ihr mal seht, wie kundenorientiert ich arbeite. Und zwar haben wir ja auch Anhänger und Autos in der Vermietung, was ich alles schon erzählt habe, haben wir alles da. Und wir haben so einen Motorradanhänger, habe ich irgendwann mal von einem Kumpel gekauft. Habe gesagt, komm, vermiet ihn einfach, Kundenbindung, ich verdiene damit echt gar kein Geld, das ist einfach für mich eine Kundenbindung, weiteren Kundenknöpfen und so weiter und so fort, ist auch egal. Auf jeden Fall hat ein Kunde von uns die Auffahrrampe für den Motorradanhänger verloren. Passiert, ist nichts Schlimmes, also der Kunde ist nicht schuld, hat halt die Rampe nicht richtig befestigt oder so, keine Ahnung, wo sie liegt. Auf jeden Fall kam er ohne wieder, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, dann habe ich direkt eine neue bestellt. Diese Auffahrrampe kostet 130 Euro ungefähr. Und habe ich bestellt vor 3-4 Wochen. Diese Auffahrrampe ist bis heute noch nicht da, weil die wohl extra produziert werden muss. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, habe ich gedacht, wir haben jetzt einen Tag Miete, 15 Euro sind das ungefähr, habe ich den Hänger vermietet und hatte aber die Auffahrrampe nicht. Und wie soll ich jetzt dem Kunden erklären, Herr, wie soll ich den Hänger anbieten ohne Auffahrrampe? Und dann habe ich über Nacht oder spätabends einen Hänger gesucht, einen gebrauchten Hänger. Das gleiche Modell, habe irgendwo einen gebrauchten gefunden für 600 Euro und habe dann über Nacht einen Hänger gekauft, damit mein Kunde heute für 15 Euro den Hänger mieten kann und mit der Auffahrrampe sein Moped aufladen kann, weil ich weiß nicht, wo er hinfährt oder ob er ein Moped gekauft hat. Aber das einfach mal, um euch zu zeigen, ich hätte auch einfach sagen können, du, tut mir leid, Hänger ist kaputt oder keine Ahnung, Auffahrrampe fehlt, kann man offen ehrlich kommunizieren, ist verloren vom letzten Mieter und geht nicht. Sucht nach einer anderen Alternative. Nein, ich und mein Ego und mein Stolz und meine Kundenbindung sagt, nein, geht nicht. Martin, du sorgst dafür, dass du so eine Auffahrrampe bekommst. Jetzt habe ich einen gebrauchten Hänger gekauft, habe die Auffahrrampe von dem gebrauchten Hänger auf unseren Miethänger geschraubt, den habe ich direkt heute abgemeldet und ja. Da seht ihr einfach mal, wie kundenorientiert ich an sich arbeite. Ansonsten, wenn jemand so einen Hänger braucht, den verkaufe ich in 2-3 Wochen wieder, wenn die neue Auffahrrampe wieder da ist. Kostet 600 Euro, habe ich für 600 Euro gekauft. Gebt mir gerne Bescheid, wenn jemand Interesse hat. Ansonsten stelle ich den in den Kleinanzeigen rein. Das nur so mal kurz zwischendrin oder am Ende erzählt, wie wir so arbeiten. Also was für so einen Alltag ich hier mitbringe. Also ich arbeite echt sehr kundenorientiert, würde ich persönlich von mir behaupten. Weil ich immer sage, ich will so behandelt werden, also ich behandle die Leute so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und ich dachte, ich erzähle die Geschichte auch nochmal kurz, weil er gerade hier stand, wir heute Morgen die Schiene umgebaut haben. Jawohl, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Martin.